Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um. Also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Eigenschaft zu beweisen. Diese Eigenschaft kann auch so geschrieben werden. Beginnen wir mit dem ersten Wert für n, das heißt n gleich 1. Wenn n 1 ist, dann geht dieses Summenindex von 1 bis 1. Das bedeutet, dass diese Summe sich reduziert auf den ersten Term und das ist 1 minus 1 im Quadrat. So. Und rechts erhalten wir 1 hoch 3 Drittel. Diese Ungleichheit stimmt dann und genau dann, wenn 0 streng kleiner ist als 1 Drittel, was offensichtlich ist. Also ist diese Eigenschaft okay, wenn n 1 ist. Wir nehmen jetzt an, dass diese Eigenschaft gültig ist für n gleich k und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass genau dieselbe Eigenschaft gültig ist, wenn n k plus 1 ist. Das heißt, wir möchten jetzt diese Ungleichheit beweisen. Deshalb starten wir vom linken Teil und zerlegen diese Summe in Summe für j von 1 bis k plus den letzten Term, wenn j k plus 1 ist. Warum zerlegen wir das so? Weil diese Summe streng kleiner ist als k hoch 3 Drittel. Das wissen wir durch die Induktionshypothese. Also ist diese gesamte Summe streng kleiner als k hoch 3 Drittel. Das kommt von da. Plus dieser letzte Term und dieser letzte Term, das ist k hoch 2. Wir machen diese zwei Brüche gleichnamig, so erhalten wir diese Summe. Also haben wir k hoch 3 plus 3k hoch 2 auf 3 und addieren im Zähler noch diese Summe 3k plus 1. Also ist dieser Bruch streng größer als diese Summe, weil wir ja diesen Bruch addiert haben. Warum haben wir das gemacht? Weil dieser Zähler genau dem Würfel von k plus 1 entspricht. Insgesamt haben wir so bewiesen, dass diese Summe streng kleiner ist als dieser Bruch. Es ist genau das, was wir beweisen wollten. Und somit ist der Beweis von dieser Eigenschaft abgeschlossen.